Alexander, 3 Punkte für Dresden. Wie schwer erkämpft war das heute? Also in erster Linie, wir sind sehr glücklich über die 3 Punkte. Also jeder weiß, in Freiburg ist schwer zu spielen. Und ja, es war sehr schwer. Vor allem das zweite Drittel haben wir zu viele dumme Strafen genommen und uns das Leben selber schwer gemacht. Aber im dritten Drittel sind wir dann nochmal konzentriert rausgekommen und haben das Spiel über die Zeit gebracht. Vor dem Spiel war die Rede auch von Busbeinen. Wie bewertest du denn die läuferische Leistung von euch heute? Ist natürlich immer schwer nach so einer langen Anreise, aber ich glaube, die Mannschaft hat sehr gut gestartet. Also haben natürlich ein schnelles Tor, das hilft natürlich immer. Und ja, und dann natürlich eine 3:0-Führung ist umso schöner. Also glaube ich, heute waren keine Busbeine da. Du musstest heute unheimlich oft in Unterzahl ran. Wie müde bist du jetzt nach so einem Spiel heute? Sehr müde. Also das geht schon an die Substanz, so ein Spiel. Aber ja, für das trainieren wir ja hart unter der Woche. Also jetzt gut regenerieren und dann sind wir bereit für Sonntag. Am Sonntag geht es gegen Weißwasser, wenn ich es richtig weiß, im Derby für euch. Gib uns mal einen kleinen Ausblick. Was erwartest du von dem Spiel am Sonntag? Ja, also Derbys sind immer sehr brisant und ja, von Anfang an wird natürlich sehr, sehr kampfbetontes Spiel, wo jeder um jeden einzelnen Punkt kämpft. Und also man muss sich die Chancen als schwer erarbeiten und auf das stellen wir uns ein. Alles klar, vielen Dank und viel Erfolg euch weiterhin. Dankeschön. Danke. Ciao. Steven, 2:4 Niederlage gegen die Eislöwen heute. Was hat gefehlt, um heute Punkte einzufahren? Ja, ich glaube, wir haben auf jeden Fall den Start verschlafen. Da haben wir ja im ersten Drittel direkt 3 Tore bekommen und es darf nicht passieren natürlich. Und da haben wir versucht zurückzukämpfen, aber ja, am Ende hat es dann leider nicht gereicht. Wir haben ein bisschen das Quäntchen Glück auch. Im zweiten Drittel haben wir viele Chancen, auch im Powerplay hätten wir mehr nutzen müssen. Und ja, am Ende sind wir dann hinterhergerannt und hat dann leider eben nicht gereicht. Die Szene mit Brandon Cook, ich habe sie nicht gesehen. Was war da los? Ja, ich wollte zur Scheibe und bin so ein bisschen rückwärts rein und er hat mich halt von hinten gecheckt. Ich glaube, es war keine Absicht. Ich bin dann halt blöd in die Bande noch gefallen, weil mein Helm ein bisschen hoch ist und dann mit dem Gesicht in die Bande. Aber ja, ich glaube, das war jetzt keine Absicht von ihm. Du bist jetzt nach einer Verletzungspause wieder zurück auf dem Eis. Wie fühlt es sich an? Ja, komisch. Also ich war jetzt 3 Monate raus, war eine lange Zeit und es dauert noch, bis ich wieder auf meinem Level spielen kann. Ich merke es in vielen Situationen, dass ich einfach noch ein bisschen brauche. Ich glaube, dass der Leos mir da auch die Zeit gibt und die Teamkollegen und ja, dass ich dann demnächst wieder voll bei gutem Level bin, sag ich mal. Du müsstest 20 Spiele für den ERC in der Runde bestreiten, um in der Postseason, ich sag jetzt mal nichts sonst dazu, spielberechtigt zu sein. Was meinst du? Kannst du das schaffen? Na, ich hoffe es doch, ja. Also ich glaube, die sprechen da jede Woche drüber, ist immer das Thema. Ich glaube, dass ich jetzt die 10 Spiele, oder die, weiß gar nicht, wie viel sind 9 jetzt, glaube ich, dass ich die spielen soll und ich würde es auch gern absolvieren und hoffe natürlich, dass da jetzt nicht noch eine Verletzung oder so kommt. Ansonsten steht da, glaube ich, nicht viel im Weg, ja. Alles klar. Vielen Dank, Steven. Und viel Erfolg dir weiterhin natürlich.